Und ihre Geräte? Welche Geräte? Ich weiß nicht mal welche. Welche Geräte denn? Steckdosen vielleicht? Ach, Steckdosen. Alles klar. Ich würde mal sagen können, dass die Steckdosen auch erneuert werden müssen, ne? Wäre zumindest nett gewesen. Boah, hier. Es waren gleich zwei Schrauben auf einmal. Das geht ja nun wirklich nicht. So. Alter, das geht ja richtig ratzfatz jetzt hier. Ah, hier soll auch noch irgendwas. Hier soll noch Steckdose. Diese hier. Alter, das geht ja Wahnsinn. Rasend schnell geht das. Wow. Ich bin begeistert. Alter, wie geil. Ah, wie cool. Wow. So. Schmale Vorhang zum Einbauen. Ja, na klar. Ich mache jetzt mal die Tür zu. Es hat hier genug gelüftet. Wird das ein bisschen frisch hier. Hier sollen wir Fliesen legen. Hier sollen wir streichen und Fliesen legen. Was sollen wir hier machen? Streichen und Regale anbringen. Ach, hier war noch was. Nee, hier ist fertig. Das ist fertig. Wow, hätte ich ja nicht gedacht, dass der Raum wirklich so geschmacklos bleibt. Gut, Kunde ist König. Ja, bei Kundenaufträgen sind wir leider nicht sehr flexibel. Es tut mir leid, aber das ist leider den Auftraggebern geschuldet. Hier in der Küche ist übrigens gar kein Heizkörper. Finde ich extrem verwerflich. Ist hier noch irgendwas? Gegenstand anbringen, Schreibtafel? Nein. Alles klar. Und hier war jetzt auch nichts mehr. Dann können wir gleich auch mal streichen. Dann kommen wir. Fangen wir erstmal an, Fliesen zu legen. Bodenfliesen legen. Keramikfliese, Orange. Bodenfliese. Fußboden, Bodenfliese, Keramikfliese, Orange. Orange. Keramikfliese, Orange, da haben wir sie. Kauf viele. Bis hier hinten durch. So. 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 Schmuckloses Kram hier. So. Gut, das war's. Das war's damit schon mal. Das ist gut. Was sollen wir hier verlegen? Gar nichts sollen wir noch streichen. Hier sollen wir auch noch streichen und dann sofen. Was sollen wir hier? Hier sollen wir bestimmt auch, ja, Wand- und Bodenfliesen, das ist sehr schön. Keramikfliesen, nee, Wandfliesen sind das. Keramikfliese grün. Ach Gott, wie geschmacklos. Keramikfliese giftgrün, alles klar, grün. Keramikfliese haben wir nicht, doch, haben wir doch. Kaufe viele. Bäh. Echt geschmacklos. Aber passend zu den Sitzkissen, das ist schon mal ganz gut. Keramikfliese grün und Keramikfliese grau ist ernsthaft. Okay, Wandfliese. Also, Wandfliese. Wandfliese. Wände, Wandfliesen grün und graues Keramikfliese grün. Drauf viele. War ich schon wieder auf Bodenfliesen? Na klar, war ich schon wieder auf Bodenfliesen. Warum? Wände, Wandfliesen. Grün. Ach, Fußboden, alles klar. Keramik, Fliese, Grün. Wände. Zwei Arten von Grün. Nein, nur normales Grün, bitte. Kauf viele. Danke. Das sind die, ne? Ja, es müssten die sein. Wie viel brauchen wir hier? Wahrscheinlich drei Stapel. Na, wahrscheinlich nur zwei Stapel. Vielleicht mal zwei. Und graues Quadrat machen wir auch noch. Graues Quadrat. Wow. Das müssten eigentlich die hier unten sein. Hier irgendwo die. Ja, wow, die passen auch so wunderbar dazu. Gott, das ist so furchtbar. So. Gut, dann, cooles König. So, vielleicht hier mal so. Ja, sonst wird. Der ganze Raum wird sonst viel zu dunkel. Das kann ich nicht machen. Dann lieber so. Aber sieht da nicht aus, ne? Gut, dann, machen wir halt hier so. Ja, komm, dann ist es so. Ach je, ach je, ach je. Na, sowas. Bisschen anstrengend für Wände.
Wirklich. Also gerade für Küchenwände, aber gut. Das ist nicht meine Bude. Ich würde es anders machen. Es gibt so schöne Fliesen, weißt du? Die kann man bestenfalls auf dem Fußboden, aber selbst da sind zu wirr. Also mir wär's zu unruhig. Mir wär's zu unruhiges Muster. Tut mir leid, Leute, dass ich so denke, aber hey. Das ist mein persönlicher Geschmack und den will ich auf gar keinen Fall, also den will ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, aber auch nicht aufdringen. Ne, von daher bitte nicht falsch verstehen. So, das müsste eigentlich schon reichen, aber ich würde, ach, dann wird das hier zu unruhig, dann lassen wir es so. So, jetzt machen wir hier weiter. Das war falsch. Hier müssen wir natürlich noch, weil die Küchenzeile leider bis direkt zum Fenster wieder hingeht, was auch wieder sehr, sehr schön und geschmackvoll ist. Ja, na gut. Was soll's. Grüne Küche. So eine giftgrüne Küche. Es ist echt derbar. Es sieht aus wie ein Hexenkessel, wirklich wahr. Da, also schön ist die Farbe jetzt nicht. Also schön ist sie schon, aber so einen ganzen Raum damit fließen? Nee. Also beim besten Willen. Beim besten Willi da bestimmt nicht. Wahrscheinlich sollen wir auch wieder das ganze Fenster wieder ausfließen. Weil es vorher auch gefliest war. Bestimmt. Machen wir aber erstmal nicht. Ah, guckt euch das an. Das sieht doch so wesentlich ordentlicher und besser aus. Außer da vielleicht. Da können wir vielleicht nochmal eine Reihe vielleicht. Damit das Fenster wenigstens so einen Absatz drin hat. Das, obwohl, dann können wir eigentlich auch die ganze Wand auch zumachen. Ja gut, dann ist halt nur die Wand. Wir brauchen übrigens gleich noch ein Paket Fliesen. Ja. Aber gut, ist auch egal. Kann man davon nicht mehr reinfließen? Das wäre schön. Nee, geht nicht. Und ich hab's probiert. Ich hab's tatsächlich ausprobiert. Ja. Keramikfliesen grün. Ich fasse es ja nicht. Naja, gut. Grüne Keramikfliesen für eine Küche. Und dann noch so finstergrüne. Au, wei, wei, wei. Gut, dann schauen wir mal, wo haben wir sie denn hier? Sind doch schon die Keramikfliegen. Die Keramikfliegen vor allem fliegen. Die fliegen. Die grünen fliegen. Green Bottle fliegen. Die Dr. Mark Benecke wunderbar erklärt hat beim Medical Detectives. Aber na gut. Unser aller Gerichtsmediziner, aber gut. Er ist ein Allrounder, ne? Ein Allrounder, er ist nicht nur Gerichtsmediziner, er ist auch hier, wie heißen die Fliegenforscher nochmal? Ach Mensch, weiß ich nicht mehr. Die über Fortpflanzung von Insekten, Mensch, wie heißen die nochmal? Ach Mensch, fällt mir nicht ein. Quinsel sagt das bestimmt bald. Ich habe so wahnsinnige Wortfindungsprobleme. Ich kenne das ja alles, aber ich habe da wahnsinnig Probleme, die passenden Wörter wirklich zu finden. Das erzähl ich euch aber irgendwann mal, woran das liegt. Das liegt nicht daran, dass ich doof bin, ne? Also. Oh cool, das ging ja. Also daran liegt es jedenfalls nicht, dass ich doof bin. Jedenfalls, hier soll nichts weiter hin. Nicht mal ein Stuhl, kein Tisch, kein. Tisch haben wir ja, aber. Gut, Sitzkissen. Na, von mir aus. Haben wir eine Lampe gewesen drin? Und der Propeller bleibt aus. Gut. Von mir aus in der Küche so ein Propeller. Gut, aber hier sind wir fertig, ne? Ja, hier sind wir fertig. Gut. Gut. Boden. Böden, Schreibtafel. Nein, streichen. Achso, hier war die Küche. Komm, wir streichen. Wir streichen reife Birne und Sonnengelb. Sollten wir nicht mindestens drei Farben? Egal. Reife Birne, Sonnengelb von mir aus. Reife Birne. Sonnengelb. Reife Birne. Sonnengelb, reife Birne, reife Birne, reife Birne, Sonnengelb. Haben wir hier schon mal. Kaufen. Einer. Und Sonnengelb. Quatsch, reife Birne. Kaffee mit Milch. Ah, kommt hin, aber ja, auch nicht wirklich. Reife. Ich bin schon wieder dran vorbei. Ach Mann. Kaffee mit Milch. Reife. Wo ist denn reife Birne?
Ich glaube, ich bin blind. Ich muss mal gucken. Reife, reife Birne. Ach, grün. Ich habe dauernd nach gelben. Ach klar, Birnen sind ja, weil Birnen ja auch so oft gelb sind. Ne? Deswegen, ich habe nach gelben Farben geguckt, Verzeihung. Aber sind wieder sehr passende Farben. Es ist ja wieder fantastisch. Okay. Ich würde fast sagen, dass sich diese beiden Wände ganz gut dafür eignen. Wir haben viel zu viel Farbe. Wir haben viel zu viel Farbe. Viel zu viel Farbe. Viel zu viel Farbe. Ne, dann setze ich das. Dieser Farbbelag setze ich hier an den Wänden fort. Kinder schmieren ja gerne rum. Soll bestimmt auch noch, ne? Ah, warten wir mal kurz ab. Da warten wir mal kurz. So. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Okay. Könnte vielleicht schon reichen. Cool. 81%. Bin ich ja mal gespannt. Ah, nicht gut. So, ah, schade. 96%. Okay, also Fenster brauchen wir nicht mehr streichen. Das ist schon mal sehr schön. Ja, farblich geht es eigentlich sogar, ne? Ja, geht so. Geht so, Mittag, geht so, geht so. Nein, noch nicht verkaufen. Vielleicht brauchen wir die Farbe noch. Erstmal hier mitten, natürlich mitten im Durchgang. Dass, falls hier irgendwelche neugierigen Besucher kommen, dass sie auch gleich drüber stolpern. Samtweicher Pfirsich. Für heller Pfirsich und Samtweich. Ach, du hast heller Pfirsich, samtweich. Heller Pfirsich, samtweicher Pfirsich. Wo haben wir verblichene Zitrone? Nein, Pfirsich. Heller Pfirsich. Kaufen. Und samtweich bitte auch ein Eimerchen. Haben wir hier. Zack. Zack. Ja, ist sehr geschmackvoll. Für einen Flur würde ich immer eine hellere Farbe an den größeren Wänden bevorzugen. Deswegen streichen wir hier einfach mal mit der dunkleren. Hier so. Hier noch so. Gut. Und die hellere. Ich hoffe, das war die jetzt auch. Ja, es müsste gewesen sein. Nehmen wir einfach hierfür. Oh Gott, wie ist das abscheulich. Gut. Kundeskönig. Das muss ich mir immer wieder sagen. Kundeskönig. Herr und Frau König. Sorry, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr insidiger Insider. Da könnt ihr ja gerade nicht, da könnt ihr gerade nicht drauf. Das könnt ihr gerade nicht wissen. So. Ja, ich glaube, ich werde das nochmal ein bisschen anders farblich nochmal aufwerten. Vielleicht mal gucken, ob wir es irgendwie so hinkriegen, das wäre schön. Ja, mit den vier Wänden gleichzeitig, das war schon eine gute Idee. Das muss ich wirklich zugeben. Es ist tatsächlich möglich, wenn auch ein bisschen kompliziert, wenn man auch nicht unbedingt, weil man dann an Türen hängen bleibt, aber ne, weißt du. Ich bin immer noch drei gewohnt. Sorry. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen die Türen noch aufwerten. Dann war ich ja für sich. Hä? Wo noch? Wo noch? Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne, ich habe doch alle, ich habe doch alle gestrichen. Ach, ich glaube, ich weiß welche. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich gehören diese dazu. Ja. Gehören nicht dazu. Gut, dann muss ich gleich wohl noch ein Eimer weiße Farben noch hoch. Das ist wieder kunterbunt, das ist nicht gut. Ja. Ja, das ist schäbig. Was vergessen? Hier nicht, ne? Nö. Hier? Hier kann man nicht streichen. Hier auch nicht. Hier geht das nicht. Hä? Gut, weiß ich nicht. Egal. Jetzt mache ich erstmal hier Aufwertung. Kinder mögen es bunt, von daher alles gut.
sollen das Boot bekommen. Bitte. So. Das dunklere. Das dunklere Schweinchen rosa. Und da können wir tatsächlich noch so einen anderen Rahmen noch drumherum machen, so einen helleren. Auch wenn wir immer noch bei 88% sind, aber gut. Ist das egal. Ja, da passt das wieder so toll, ey. Das ist ja wieder nicht schön. Das ist nicht. Nee, gut, dann bleibt das da hinten so, wie es war. Dann muss das hier so sein. Da hinten. Da, ja, da muss es wohl auch so bleiben. Nee, muss es nicht. Ah, schön. Das. Hä? Warum? Ach, die Tür sitzt ja anders drin. Alles klar. So. Und so. Naja. 95%. Wie jetzt? Wie geht denn das jetzt bitte? Was soll ich denn noch alles streichen mit diesem weichen Pfirsich? Ganz komisch. Es gibt wirklich komische Kunden, weißt du, dann sollen sie wenigstens auch zeigen, wie sie es haben wollen, Mann. So. Licht. Ja, wow. Ist eine Menge Licht. Wow, ja. Ja, das wird uns echt helfen. Tja. Und, ja, nu? 95%. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe hier doch alles schon. Ich habe hier doch schon alles. Habe ich doch schon. Ach, Mann. Gemeinheit. Wäre hier noch irgendwie hier? Hier ging. Nee, das ist die Bahn. Hier. Ach, hier. Das zählt natürlich wieder nicht, ne? Nein, natürlich zählt das wieder nicht. Dahinter kann man nicht. Da kann man. Zählt aber nicht. Gut, wenn das nicht zählt, dann Pech. Ja, aber leider ist es dann unser Pech. Wir werden dann nicht den Auftrag zu 100% erfüllen können. Warum? Ach Mann, das ist doch alles nicht wahr. Jetzt muss ich mal überlegen. Vielleicht die. So vielleicht noch? 96, alles da. Gut. Das heißt, wir müssen hier irgendwo. Das sieht doch auch wieder schäbig aus. Ach Mann, das ist ja echt nicht wahr. 98%. 100%, alles klar. Hier einmal. Ich möchte jetzt mal sehen, was passiert, wenn ich das jetzt so mache. Ach, da geht das wieder. Na klar, na sicher. Na Sigi, natürlich, sicher. Gut, alles klar, dann hier mal hin. Hier hin. Jawohl, großartig. Das ist das Orange, das ist das Giftgrün, ist eklig. Und jetzt das Hellere, ne? Das ist das Hellere. Das waren ja die Fliesen, die wir vorher hatten. So, das ist das Schweinchen rosa. Das ist das dunkle Schweinchen rosa. So, dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir jetzt alles erfüllt. Schäbige Beleuchtung. Echt abartig. Lampen an. Hier geht es ja einigermaßen mit dem Licht, aber naja, auch ein bisschen finster. Schreibtafel, Frühlingsgras und lachende Erdbeere und König. Alter, und. Frühlingsgras. Dann mal los, Frühlingsgras. Frühlingsgras ist eigentlich grün, ne? Frühlingsgras, genau. Jetzt kaufen. Ein Eimer wird hier reichen. Lachende Erdbeere. Ist wohl so ein Rot oder Rosa. Lachende Erdbeere. Haben wir hier. Ein Rot. Ich dachte wegen lachend und hell und so, ne? Königsblau. Das ist wohl Königsblau. Vielleicht. Könnte blau sein. Es ist ein ganz widerliches Blau. Obwohl Königsblau eigentlich ein schönes Blau ist. Das ist mein Lieblingsblau.